15, der 200. Vorn drehen, hoch, Bahn mit frei, die Ampel ist frei. Ein rotes Auto vom Team Hümmels ist ganz weit vorne. Stefan Strohl. Und das mischt sich dort zwischen. Ein heißes Rennen ist hier um die Plätze. Momentan ist es Stefan Schmiedemann vom Team Hümmels, der hier kann noch wieder sich hier einmischen in diesen Dreikampf. Da vorne, der Abstand wird auch etwas größer und Stefan Schmiedemann ist auch ein langgedienter Fahrer, der sich hier auf den Goldenstädt gut zurechtlegen kann hier. Ja, und dann gibt es hier die erste Überrundung bei Joachim Kuhre, die sein Auto sicherlich nicht mehr konkurrenzfähig für diesen Rennen war, hat aber die Gelegenheit genutzt. Stefan Schröder mit Alexander Gast. Wie wird dieses Rennen ausgehen? Busch und Blech am Blech. Und schenken sich hier nichts. Mal der eine, mal der andere hat die Nase vorn. Jetzt unmittelbar am Punkt. Ja, ist es wieder Alexander Gast. Bei Schröde wahrscheinlich signalisiert, er sitzt zu tief im Block und sagt, geht sein Auto sauber nicht mehr von Schröde. Für Kufi frei, noch den dritten Platz hier im Finale zu belegen. Ungefährdet, das Fahrerfeld schon ein wenig auseinandergezogen. Fährt der führende Mann in diesem Lauf, Stefan Schmiedemann, seine Runde jetzt im Zuschauerbereich. Riesen Jubel und viel Staub und Dreck für die Zuschauer. Wir haben an der Rennstrecke der zweite Sieg im Team. Was für ein Erfolg für das Team am heutigen Renntag. Auch im Finalrennen der Liga B waren die Lützer mit nominiert. Marvin kam auf Platz 5. Also alle Achtung, ein starkes Team mit einer super Mannschaft, die hier ihre Fahrer und ihre Fahrzeuge gut auf den heutigen Tag vorbereitet. Marvin, Platz 1, haben wir eben gesehen, Stefan Schmiedemann. Platz 2, der Gast. Von oben, ja, sie umarmen sie, das war ein toller Fight, ein zweiter, dem hat er alles gegeben. Und am Ende, ja, es gibt nur einen Sieger, Verlierer gibt es nicht, es gibt nur einen Unterlegenen. Und wie gesagt, wir hätten es gerne gesehen, wenn Schröli noch durchgehalten hätte, das wäre sicherlich noch unheimlich spannend bis zum Schluss gewesen. So ist es eben, Joachim Kofer, der Sportsmann ist, angetreten ist für das Finale und damit auch noch den dritten Platz. Das gehört sich auch so ein für sich. Jetzt ist es so erfahren. Ja, also eine Runde ist es noch jetzt. Also